Florian, schön, dass du da bist. Und ja, ich freue mich auch. Viel Spaß mit deinem Vortrag. Du kriegst jetzt 20 Minuten und nach 23 Minuten haue ich dich mit einem Knalleffekt hier raus, wenn du länger brauchst. Viel Spaß. Das klingt gut, das können wir gerade so hinkriegen. Wunderbar, dann spreche ich schnell. Nein, schön, dass ich hier sein darf. Und wir hatten vorhin Mayo und Ketchup. Das passt thematisch ganz gut, denn ich möchte versuchen, das Thema Open Source ein bisschen näher zu bringen, aber jetzt nicht über Lizenzen oder Technik oder irgendwas zu reden, sondern einen anderen Ansatz zu verfolgen. Und ich möchte das Thema Open Source ein bisschen am Beispiel Kochen und Zutaten euch näher bringen. Vielleicht zwei, drei Worte zu mir. Ich bin auch schon viele Jahre in dem Bereich, mache das jetzt seit 18 Jahren. Habe angefangen bei OpenOffice.org. Aus der Zeit kenne ich auch Frank. Und bin im Bereich geblieben, bin bei der Stiftung hinter LibreOffice, die habe ich mitgegründet, arbeite heute dort und wenn ich so ein bisschen Freizeit habe, dann mache ich was im Bereich Infrastruktur ab und an Marketing, das ist so mein Hintergrund, also im Alltag nicht mehr technisch, aber lange im Open-Source-Bereich dabei. Und es gibt wahnsinnig viele Möglichkeiten, wie man erklären kann, was ist denn so ein Open-Source-Projekt, wie funktioniert denn das und die Botschaft, die ich vorausschicken möchte, es ist gar nicht so viel anders als so manch anderes im Leben. Also, dass das jetzt so das kleine gallische Dorf ist und alles ist ganz anders, das ist eigentlich gar nicht so. Das ist gut angekommen im Markt und viele Dinge sind sehr ähnlich, wie wir sie einfach im Alltag auch erleben. Und die erste Frage, wir sprechen von Open Source Communities. Was ist denn das? Und da gibt es ganz viele Ansätze. Wir fragen häufig Bewerber bei uns, malt mal ein Bild davon, da kommen auch die lustigsten Ergebnisse heraus. Ein Ansatz, der mir ganz gut gefällt, der ist Wikipedia entlehnt. Das spricht nämlich von einer Gruppe von Menschen, Zusammengehörigkeitsgefühl und gemeinsame Interessen. Das sind für mich so die Hauptfaktoren, die dann eine Rolle spielen. Und da steckt eine ganze Menge drin, denn eine Gruppe von Menschen sagt erstmal nichts darüber aus, ob sie das rein ehrenamtlich in der Freizeit machen, ob sie das in einem Unternehmen machen, ob sie vielleicht beides machen. Auch das gibt es ja, dass ich tagsüber daran arbeite, aber auch nach Feierabend mich noch engagiere. Wichtig, glaube ich, wirklich gemeinsame Erlebnisse und Erfahrungen. Das eint, das ist ganz, ganz wichtig. Kleine Kritik oder kleine Sorge meinerseits, dieser Begriff Community wird sehr inflationär benutzt. Also ich sage immer irgendwie, es gibt ein Waschmittel und da gibt es ein Forum dazu und das ist eine Community. Das ist ein bisschen kurz gegriffen. Für mich ist immer wichtig, Leute bringen sich ein, die machen irgendwas. Also ich bin so auf der Erzeugerseite, ich bin nicht nur passiver Konsument. Und das macht eigentlich die Community, so wie ich sie beschreiben möchte, macht es aus. Und ich habe mir im Vorfeld überlegt, Versicherungsbereich und Open Source und wie bringt man das zusammen und bin so auf zwei Gedanken gekommen. Zum einen, ich arbeite für eine Stiftung und eine Stiftung ist für mich somit das konservativste, traditionelle, was man sich so als Rechtsform vorstellen kann. Die gibt es seit Hunderten von Jahren. Das ist kein agiles Startup, es ist eine Stiftung. Also es ist wahnsinnig konservativ von der Grundidee her. Wir machen aber Open Source. Und auch ohne jetzt immer auf die Füße treten zu wollen, auch die Versicherungsbranche ist ja jetzt nicht unbedingt so modern und fancy, sondern auch da, ähnlich wie Anwalt und Steuerberater, ist eher so ein traditioneller Bereich. Und ich will damit sagen, Open Source ist eigentlich überall, ganz unabhängig, ob ich jetzt so das hippe Startup bin oder ein eher alteingesessenes Unternehmen und gleich welche Branche ich mache. Man kann es überall finden. Eben auch bei uns eine ganz von der Grundanlage ganz konservativen Rechtsform der Deutschen Stiftung. Wir machen Open Source, wir machen nur Open Source. Das ist vielleicht so der erste Gedanke. Und ein Weg, wie ich Open Source immer gerne beschreibe, ist in der Tat Kochen. Der Hintergrund ist, dass wir in München ein Open Source Kochen organisieren und uns dann eigentlich after the fact überlegt haben, was hat denn das mit Open Source zu tun? Das ist eine ganze Menge. Stellen wir uns vor, es ist Freitagabend, ihr stellt euch mit 10 Freunden, dann ist es auch noch Corona-konform, in die Küche und wollt gemeinsam was kochen. Ihr habt irgendwie alle Hunger, das eint euch. Und ihr wollt jetzt gemeinsam was kochen, ihr wollt einen netten Abend haben. Ihr könnt jetzt sagen, lass uns essen gehen, lass uns was bestellen. Ihr macht das aber gemeinsam. Und dann müsst ihr zuerst mal irgendwie einen Spaß an der Sache haben. Weil wenn jetzt einer sagt, komm, lass uns kochen und der Rest will eigentlich nur was in sich reinstopfen, dann wird das nicht funktionieren. Und dann irgendwie eine Gemeinschaft seid ihr schon. Ihr möchtet ja gemeinsam was erreichen. Euer Interesse ist, ihr habt Hunger, ihr möchtet den stillen. Das ist so das gemeinsame Interesse an der ganzen Geschichte. Und wenn ihr jetzt nicht nur die Pizza in den Ofen schiebt, sondern euch mal an was etwas Fortgeschritteneres wagt, das ihr vielleicht gar nicht könnt, dann
braucht ihr auch ein bisschen Neugier oder ein bisschen Experimentierfreude. Und so ist es im Open-Source-Bereich auch. Ihr geht vielleicht in ein Projekt, das kennt ihr nicht, oder ihr wagt euch an einen Code, der ist für euch noch neu. Da braucht ihr auch diese Experimentierfreude und müsst euch einfach mal darauf einlassen. Es ist ein Wagnis. Ihr werdet Fehler machen. Macht jeder, ist ganz normal. Wichtig ist, daraus zu lernen und es auch weiterzugeben, das Wissen. Also zu sagen, Leute, die neu reinkommen, macht nicht die gleichen Fehler. Wir erklären euch, wie ihr das vermeidet. Wir erklären euch, wie das besser geht. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt in einem Open-Source-Projekt. Und dann ist es so, nicht jeder ist ein guter Entwickler, nicht jeder ist ein guter Admin, nicht jeder macht gutes Marketing. Ihr braucht aber in der Firma, genauso wie in einem Projekt, braucht ihr aus jedem Bereich jemanden. Und jeder muss eigentlich das machen, das klingt so einfach, aber man muss sich, glaube ich, immer wieder auf die Pfanne schaffen. Jeder muss sich da einbringen, wo er am besten ist. Also wenn ich den Sys-Admin zum Entwickler mache und den Entwickler zum Marketing, das wird wahrscheinlich in den meisten Fällen nicht gut gehen. Also muss ich mir den Bereich aussuchen, wo ich gut bin. Zum Beispiel mit der Küche zu, oder mit dem Kochen zurückzukommen. Einer hat Hunger, wenn die anderen neun sagen, na, wir können auch irgendwas bestellen oder lass mal irgendwie eine Pizza in die Mikrowelle schieben. Ihr müsst die anderen schon motivieren, mitzumachen. So ist es im Open-Source-Bereich auch. Da ist vielleicht einer oder zwei, die haben eine Idee, die wollen ein Projekt auf den Weg bringen, aber ihr müsst andere motivieren, da mitzumachen. Wie auch immer ihr das anstellt, ihr müsst die irgendwie bei der Stange halten. Das ist ganz, ganz wichtig für Open-Source-Projekte. Und Koordination kann völlig chaotisch sein, genauso wie Freitagabend nach dem fünften Bier in der Küche. Irgendwie funktioniert es dann doch. Und was das mit dem Open-Source-Projekt gemeinsam hat, wenn ihr in der Küche steht, der eine ist vielleicht super toll im Schnitzel in die Pfanne hauen, der nächste macht klasse Suppen, der dritte kann das Wohnzimmer ganz toll dekorieren. Am Ende arbeiten alle zusammen, es kommt was raus und jeder hat was davon. Das ist ganz, ganz entscheidend. Und im Open-Source-Projekt ist es genauso. Der eine macht vielleicht eine wunderschöne Oberfläche, der nächste macht einen klasse Code, der dritte ist für die Serverinfrastruktur zuständig. Es kommt was bei raus und alle profitieren davon. Das ist so eine Möglichkeit, Open-Source zu beschreiben. Und wir haben uns mal überlegt, auch bei der Stiftung, wie funktioniert denn so ein Projekt, wie ticken denn die Leute eigentlich? Und ich bin dann auf 10 Zutaten gekommen, die ein gutes Projekt ausmachen oder die da eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen. Und das erste ist ganz klar Zusammenarbeit. Open Source Projekt, Gemeinschaft, ich muss etwas zusammen machen. Wir arbeiten gemeinsam an der Sache. Das ist wie in jeder Firma auch. Ich habe ein Team, die arbeiten gemeinsam an etwas. Und da gehört dann irgendwo dazu, dass ich es effektiv mache, denn ganz egal, ob es bezahlt ist, ob es Freizeit ist, es ist Lebenszeit. Wenn es auf Dauer keinen Spaß macht, wird es nicht funktionieren. Ich brauche irgendwie ein Ziel. Vision ist jetzt sehr hochgegriffen. Das ist vielleicht bei größeren Open-Source-Projekten dann so, oder wenn ich eine Firma aufbaue, die jetzt was ganz Neues macht, aber ich brauche zumindest ein gemeinsames Ziel, an dem ich arbeite, irgendwelche Pläne. Wenn neue Leute ins Team kommen, dann kann das durchaus sein, dass ganz eigene Charaktere reinkommen, die positiv gesprochen neue Blickwinkel reinbringen. Das muss ich als Chance verstehen. Und im Open-Source-Projekt ist es auch so. Da kommen vielleicht Leute rein, die alles anders machen wollen oder Ideen haben. Da muss man sich darauf einlassen. Das zwingt einen natürlich, die Komfortzone zu verlassen, aber ich muss mich darauf einlassen, um was draus zu machen. Und ich nehme immer so das Beispiel vom Seilziehen. Ein gewisser Widerstand brauche ich. Wenn wir das ein bisschen sportlich als Seilziehen greifen, wenn der Widerstand zu stark auf beiden Seiten ist, entweder reißt das Seil, es bewegt sich gar nichts, ist langweilig. Aber so ein bisschen Widerstand brauche ich. Ich glaube, in der Interaktion, in einem Projekt ist es ähnlich. Ich habe so eine gewisse Balance, ich habe so eine gewisse Spielart und man muss das auch ein bisschen sportlich nehmen. Und ich glaube, da unterscheiden sich Open-Source-Projekte sehr wenig von Firmen und von anderen Arten der Zusammenarbeit. Ist also die erste Zutat ist Zusammenarbeit, weil wir sind eine Gemeinschaft. Dann Engagement. Ganz wichtig, Open-Source-Projekte leben vom Mitmachen. Egal ob ehrenamtlich, ob Firmen, die leben vom Mitmachen. Ich muss also mich einbringen, hat den Vorteil aber auch, wenn ich mich einbringe, ich werde gesehen, ich werde relativ schnell wahrgenommen, wenn ich was Gutes beitrage. Wenn also meine Beiträge helfen, ist wie in der Firma, da kommt jemand ins Team und wenn der sich gut einbringt, fällt das auf. Und das gibt einem persönlich auch eine ganze Menge. Man bekommt Vertrauen und gerade in Projekten, wo die Hierarchie nicht so ausgeprägt ist, kann man sehr, sehr schnell auch Dinge anfangen, Dinge versuchen. So bin ich zum Beispiel reingekommen. Ich habe dann mich irgendwie auf Messen verdingt und Marketing und hatte da wenig Ahnung davon, aber die Hierarchien waren nicht so groß. Man konnte recht gefahrlos sich einfach mal ausprobieren. Das ist ein ganz großer Vorteil in Open-Source-Projekten im Vergleich zu vielen Firmen, dass es eben eine sehr flache Hierarchie ist und ich sehr unkompliziert in Dinge reinkomme.
finde ich ganz, ganz wichtig. Also zweite Zutat, Engagement, dass ich investieren muss, dass mir aber auch eine ganze Menge gibt und das auch wahrgenommen wird. Dritte Zutat, mal sehr positiv formuliert, ist die Abwechslung. Es passiert halt ganz, ganz viel in so einem Projekt. Genau wie ich in der Firma Teams für ganz viele Bereiche habe. Und der Nachteil ist natürlich, viele Dinge sind nach außen kaum sichtbar. Das Erste, was ich bei uns gemacht habe vor vielen Jahren, war ein Messestand. Da ist ganz viel Arbeit, den man koordiniert macht. Standpläne, Flyer, Sponsoren. Was ich vereinfacht gesagt nachher sehe, das sind irgendwie drei Bretter und ein Tisch. Und das wird dem, was man eigentlich investiert, dazu gar nicht gerecht. Also viel ist nach außen hin gar nicht sichtbar. Und ich brauche so ein Durchhaltevermögen, um mich da durchzufuchsen. Und das ist, glaube ich, auch nicht so viel anders als in vielen Jobs. Da man programmiert ganz, ganz lang und dann arbeiten die ganzen Teams zusammen und irgendwann kommt da was Fertiges bei raus. Und insofern ist auch ein Open-Source-Projekt nicht viel anders als viele andere Formen der Zusammenarbeit, sei es in der Firma oder in anderen Vereinen. Und auch hier wieder, jeder kann was und jeder hat so seine Felder, in denen er gut ist, das sollte ich nutzen. Ich sollte nicht den introvertierten Entwickler auf die Bühne stellen und irgendwie die Rampensau auf der Bühne in einer Büro sperren. Ich muss das einfach so nutzen und die Stärken der Leute herausarbeiten. Auch da sind Open-Source-Projekte eigentlich wie ganz, ganz viel, was sonst auf der Welt auch passiert. Also gar nicht anders. Delegation, auch ein ganz wichtiger Punkt, wenn die Projekte größer werden. Ich kann nicht mehr alles selber machen. Ich kann nicht anfangen, den Server zu betreiben und das Forum und zu programmieren und die Dokumentation zu schreiben. Ich muss irgendwann Leuten auch vertrauen. Und schwierig wird es dann auch im Projekt, wenn es dann einen gibt, der sich alles angucken möchte. Es gibt ja so Projekte, da hat immer eine Person die Hand drauf. Das skaliert ganz, ganz schlecht. Und irgendwann muss ich lernen zu vertrauen, den Leuten auch Möglichkeiten zu geben, sie auch Fehler machen zu lassen, das gehört auch dazu. Das ist auch wie in jeder Firma, ich kann irgendwann ab einer gewissen Größe nicht mehr alles kontrollieren, sondern muss die Leute machen lassen. Und es gibt dann Themen, gerade wenn ich dann Vereine oder Stiftungen habe, die gebe ich dann idealerweise in erfahrene Hände, ist ganz, ganz wichtig. Und insofern fokussiere ich mich auf das, was mein Bereich ist und ansonsten mal den Blick über den Tellerrand wagen, was passiert in den anderen Bereichen, in welche Richtung gehen wir denn? Ich kann euch auch nicht im Detail erzählen, was in der nächsten LibreOffice-Saison alles drin ist. Ich kenne den groben Weg. Das genügt auch, diese ganzen Detailfragen, wie viele Bugs sind da gefixt und ist dieses Thema. Das machen die Kollegen aus den entsprechenden Bereichen. Und auch da sind Projekte nicht so viel anders, als es viele Firmen sind, als es viele andere Teams sind, die zusammenarbeiten. Fünfter Punkt ist Verantwortung. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig in einem Projekt. Wir haben es ja jetzt die letzten Tage wieder gesehen, wo man merkt, Mensch, da ist so ein Projekt und irgendwie, das ist ganz, ganz wichtig und ganz wenige Leute arbeiten eigentlich dran. Die Verantwortung, die teilt man sich. Ich habe die immer gemeinsam, das ist wie in einem Team. Man stellt sich im Normalfall nicht und sagt, der war's, sondern das ist ein Team, die Verantwortung nimmt man gemeinsam wahr. Und das ist ein Open-Source-Projekt nicht anders. Man steht füreinander ein. Man muss dazu über den Tellerrand schauen, um zu gucken, was macht der andere, was passiert so. Es gibt natürlich dann in Organisationen, wie bei uns als Stiftung, es gibt Fristen, es gibt rechtliche Themen, die muss man auch gemeinschaftlich verantworten. Aber ganz wichtig ist immer, dass nicht nur der eigene Bereich eine zentrale Rolle spielt. Es gibt einfach Themen, die findet man vielleicht langweilig, findet vielleicht dröge, was aber nicht heißt, dass sie unwichtig sind. Der Klassiker in großen Organisationen, Steuern und Recht, das will eigentlich keiner gern machen. Aber das heißt nicht, dass es unwichtig ist, dass es also nur so diese coolen Features sind, auf die man sich fokussieren soll, sondern dass es Bereiche gibt, die einfach wichtig sind, die da sind. Wir haben das in der Softwareentwicklung oder im Infrastrukturbereich Datenschutz, war jetzt ein ganz großes Thema eine ganze Zeit lang, ist einfach ein wichtiges Thema, egal wie langweilig es vielleicht erscheinen mag. Und die Verantwortung muss man gemeinsam wahrnehmen. Insofern ist auch da ein Open-Source-Projekt nicht anders als vieles andere, was da draußen außerhalb der Projekte passiert. Wir arbeiten damit mit gleichen Prinzipien. Sechste Zutat, das Menschliche. Und da wird es dann interessant. Da ist es auch nicht viel anders. Ich habe vielleicht irgendwann eine Verantwortung für Mitarbeiter. Ich habe Verantwortung für ein Team, das was abliefert. Und das sind so ganz einfache Dinge, die man sich aber immer wieder vergegenwärtigen muss. Man muss miteinander reden, nicht übereinander. Man muss mal dem anderen zuhören. Man muss sich darauf einlassen. Also das, was man gemeinhin so als Soft Skill bezeichnet. Das ist bei uns wichtig, das ist in Firmen wichtig. Auch da ist die Zusammenarbeit nicht anders. Wir haben es ganz, ganz oft in Projekten gesehen, dass Leute, die dann über die Stänge geschlagen sind, dann doch irgendwie in schwierige Fahrwasser gekommen sind. Also diese Alleinherrschaften, diese Art,
ja, sich einfach von seiner Meinung nicht abbringen zu lassen, nicht auf andere zu hören, das wird zunehmend schwieriger, weil man eben mit anderen Leuten interagieren muss. Und auch da sind Open-Source-Projekte nicht anders. Das sind keine schrulligen Leute, die da in ihrem Büro sitzen und nur ihre eigene Meinung gelten lassen, sondern wir müssen auch auf andere eingehen, müssen uns andere Meinungen anhören und müssen uns darauf einlassen, sonst wird es nicht funktionieren. Also positives Arbeitsumfeld, ob das ehrenamtlich ist, ob das Beruf ist, ohne das wird es nicht funktionieren. Insofern auch da, sechste Zutat, das Menschliche in Open-Source-Projekten ganz, ganz wichtig. Vielfalt, und ich glaube, da unterscheiden sich Open-Source-Projekte schneller von Unternehmen, denn ich habe in den meisten Open-Source-Projekten durch diese weltweite Verfügbarkeit, eine weltweite Zusammenarbeit, von Anfang an eine viel größere Vielfalt. Ich habe ganz andere Kulturkreise, ich habe ganz andere Hintergründe. Und das ist das Salz in der Suppe, das macht es würzig. Ich muss nur aufpassen, dass die Balance stimmt. Und so ein paar Beispiele, was wir immer sehen, Sprache. Es ist nicht alles Englisch, es ist nicht alles Deutsch. Es gibt Länder, da sprechen manche Englisch, aber auch nicht gut. Also die Annahme, Englisch ist der kleinste gemeinsame Nenner, die kann trügerisch sein. Das ist bei uns, wir haben Südamerika, da ist es nicht so verbreitet. Die asiatischen Länder, da ist es auch nicht so weit verbreitet. Man darf das also nicht für gegeben nehmen. Kultur, Religion kann eine Rolle spielen. Alter, wir haben Leute von 12, 13 Jahren, die werde ich jetzt in Firmen eher selten finden. Ich glaube, der Älteste bei uns ist weit über 80. Auch das ist in Firmen nicht mehr häufig anzutreffen. Das heißt natürlich eine ganz andere Lebenserfahrung. Was haben die Leute schon gesehen? Was haben die mitgemacht? Welche Berufe haben die mal erlernt? Gibt es diese Berufe so überhaupt noch? Das spielt eine ganz große Rolle. Und natürlich auch, was ist einem wichtig? Und auch die Eigenheiten im Positiven wie im Negativen. Ich habe natürlich auch im Open-Source-Projekt schwierige Leute. Ich glaube, es ist sogar ein bisschen stärker ausgeprägt, da ja viel vor dem Computer passiert und ich mich nicht in Persona treffe. Ist also, glaube ich, ein bisschen der Anteil der Leute, die vielleicht schwieriger sind, höher, aber das mag ein falscher Eindruck sein. Aber letzten Endes, die Vielfalt, die da reinkommt, die ist deutlich größer als in anderen Bereichen. Das glaube ich schon. Hat aber den Vorteil, ich bekomme ganz neue Eindrücke, ich bekomme neue Einblicke, muss aber dadurch auch meinen Standpunkt immer wieder hinterfragen. Das ist aber ein Gewinn, das ist für einen selber ein massiver Gewinn. Achte Zutat, Koordination. Auch das ist, glaube ich, deutlich schwieriger. Wenn ich weltweit verteilt arbeite, dann muss ich mich darum kümmern, wie ich das koordiniert bekomme. Also Sprachen hat man schon, Zeitzonen. Das ist der Horror, mit Australien und Amerika und Deutschland ein Meeting zu organisieren. Das ist fast nicht möglich. Der eine ist gerade aufgestanden, der andere ist eigentlich schon auf dem Weg ins Bett. Jahreszeiten, es ist nicht überall Winter im Moment. Brasilien, da ist gerade Sommer. Das sind so Kleinigkeiten, die man einfach auf dem Schirm haben muss. Zeitumstellung und Feiertage. Ich komme aus Bayern, wir haben irgendwie 5 Feiertage mehr als der Rest der Republik. Ich sehe es, wir kriegen es hin zeitlich. ist auch nochmal was man auf der Pfanne haben muss. Und gerade wenn ich versuche, mit Ehrenamtlichen und Vollzeitkräften Meetings zu organisieren, es gibt keinen idealen Zeitpunkt. Die einen können nur am Wochenende oder nach Feierabend, die anderen wollen ins Wochenende, den Feierabend, das macht es schwieriger. Es gibt so ein paar Tricks, die ich hier auf der Folie habe, wie man das koordinieren kann. Aber das ist, glaube ich, schwieriger, denn in Firmen habe ich häufig mehr Leute vor Ort als vielleicht in einem Open-Source-Projekt. Also insofern eher ein Unterschied, aber handelbar, definitiv handelbar. Neunte und vorletzte Zutat, das Vertrauen. Ganz wichtig, ohne Vertrauen funktioniert es nicht. Ist auch in Firmen so, aber der Bonus wieder bei uns, wir machen viel remote und wir haben sehr schnell gelernt, Mails, ich habe keine Gestik, ich habe keine Mimik. Ich weiß nicht, meint derjenige das lustig, freundlich, meint er das grimmig, das muss ich rauslesen. Das gelingt einem nicht immer. Da gibt es bei uns auch viele Beispiele, wo man Mails völlig falsch eingeschätzt hat. Deswegen in einem Open-Source-Projekt umso wichtiger, erstmal vom Besten ausgehen. Also nicht sich vorbelastet da reinsetzen und so eine Confirmation-Bias annehmen. Erstmal positiv drauf zugehen. Es gibt auch Mails, die sind böse gemeint, aber da muss man, glaube ich, einfach ein gewisses Vertrauen vorschießen, um da nicht in so eine Falle reinzutappen. Das ist, glaube ich, bei uns schwieriger als im Unternehmen, wo ich die Leute vielleicht doch mal sehe. Bei uns sehe ich sie im Zweifelsfall über Jahre gar nicht.
Naja, und das Letzte ist wieder so eine Lebensphilosophie. Es muss mich irgendwie zufrieden machen auf Dauer. Nicht jeder Tag ist irgendwie super und geil, aber wenn ich auf Dauer unzufrieden bin, wenn es auf Dauer nicht passt, sei es menschlich, sei es von anderen Parametern, dann wird es nicht funktionieren. Und auch da sind wir nicht anders. Leute kommen, Leute gehen. Es gibt Fluktuationen. Wichtig ist rauszufinden, warum? Warum ist das so? Gibt es coolere Projekte? Ist okay. Gibt es Dinge, die einfach ganz, ganz schlecht gelöst sind? Und auch da sind wir dann nicht mehr anders. Ich glaube, wenn man sich darauf einlässt, kann es einem ganz viel geben. Es gibt viele Dinge, die sind sehr ähnlich zum freien Markt oder zum Rest der Welt. Manche Dinge sind herausfordernder. Wichtig ist, dass man was mitnimmt. Ich kann für mich sagen, ich habe viel mitgenommen, viele tolle Erfahrungen gemacht, viele Leute kennengelernt, die ich sonst nicht kennengelernt hätte. Und insofern war das jetzt mal mein Versuch, auf eine nicht technische Ebene zu erklären, dass die Projekte sehr ähnlich ticken wie viele andere Dinge auf der Welt eigentlich auch. Und insofern Berührungsängste oder irgendwelche Vorstellungen von Aluhüten und dunkel gekleideten Leuten in ihren dunklen Büros, das ist nicht oder nicht mehr so. Also man kann mit uns durchaus reden, hoffe ich, man kann uns durchaus anfassen. Und insofern kann man sich darauf einlassen. Man nimmt eine ganze Menge für sich mit.